Jetzt haben wir hier unser Thema, die Offenbarung, ein Buch mit sieben Siegeln. Die Offenbarung ist ein Buch mit sieben Siegeln. Ja, die Offenbarung ist schwer zu verstehen. Die Offenbarung hat eine fremde Sprache, eine alttestamentliche Sprache. Und wir sehen gleich noch, dass die Offenbarung große Wortbilder zeigt. Große bunte Bilder, Wortbilder, die so bunt sind und so groß, dass der Augenmensch, der nur auf die Augen schaut, davon so abgelenkt ist, dass der davor steht und sagt, oh, ja? Aber man muss hören, nicht sehen, hören. Ja? Und das schauen wir uns gleich mal an bei der Offenbarung. Ich bete aber noch kurz, weil wir uns hier mit Gottes Wort beschäftigen, ist das immer gut. Ja? Jesus Christus, wir danken dir, dass wir hier sein können. Wir danken dir für die Zeit zusammen. Wir bitten dich, dass du dein Wort segnest, dass du unter uns bist, so wie du zugesagt hast. Gepriesen sei dein Name, Herr. Amen. Amen. So, schön. Also ich habe euch trotzdem Bilder mitgebracht. Ja, ich hoffe, das lenkt euch nicht ab. Manche Bilder schaden mehr, als dass sie nützen. Aber man kann das ein bisschen vielleicht plastischer dann auch ergreifen. Ich hoffe, ich verliere nicht alle von euch. Das ist viel, ja? Und ich habe nur 59 Minuten ab jetzt, habe ich gehört. Oder waren es noch 60? Ich weiß es nicht genau, ja? Okay. Also, die Offenbarung hat eigentlich, also wir beschäftigen uns jetzt hier nur mit diesen sieben Siegeln. Es gibt sieben Siegel, es gibt sieben Posaunen und es gibt sieben Schalen. Ja? Sieben Zornschalen, muss man eigentlich zum Schluss sagen. Und es gibt noch sieben Donner, von denen Johannes nicht aufschreiben sollte, was die heißen. Und wir beschäftigen uns jetzt nur mit diesen sieben Siegeln. Und die habe ich hier oben mal aufgemalt. Die sieben Siegel, die haben vier Gerichtsreiter, vier apokalyptische Reiter. Die kennt ihr wahrscheinlich aus der Literatur oder auch vom Sprechen. Vier apokalyptische Reiter, von denen ich glaube, dass die schon immer reiten. Das ist nichts apokalyptisch-endzeitliches. Ja? Wir sehen das aber gleich nochmal im Detail. Dann gibt es einen Altar und unter dem Altar, da sind Gläubige, die um des Wortes Gottes willen ihr Leben verloren haben und die dort warten, bis Gott sie auferweckt, sage ich mal etwas kürzer. Und dann kommt der Tag des Zornes des Lammes, das ist das sechste Siegel. Und dann kommt hier das siebte Siegel und in dem siebten Siegel sind sieben Posaunengerichte enthalten, die dann entfaltet werden. Ja, so ist die grobe Struktur. Wir gehen gleich noch ins Detail. Nur, dass ihr mal so einen Überflug habt über das, was wir uns anschauen. Vier Gerichtsreiter, ein Berg, sage ich mal hier. Das ist ein Symbol für einen Altar. Warum das ist, zeige ich euch gleich. Das ist eigentlich der Berg Zion. Ja, der Berg Zion ist ein Altar. Und unter diesem Altar dann die Märtyrer, die um des Wortes Gottes gestorben sind. Und dann kommt irgendwann der Tag des Zornes des Lammes. Ein Lamm kann man nicht zornig machen, oder? Habt ihr schon mal ein zorniges Lamm gesehen? Also einen zornigen Ochsen, das habe ich schon mal gesehen. Das kann man sich vorstellen. Zornigen Stier, ja, auch. Ein Lamm? Also die Eigenschaft vom Lamm ist, also das ist fast so, als ob Gott sagt, ich bin eigentlich nicht schnell zum Zorn zu reizen. Aber das kriegt ihr schon hin, ihr Madonna-Typen. Ja, das wird damit, das ist der Tag des Zornes des Lammes. Ein Löwe, der ist zornig, ja, das kann man, aber ein Lamm, aber es ist fast so, als ob Gott sagt, also ihr macht so lange, bis ihr sogar mich zur Weißglut treibt. Ja, so, das ist in kurzen Worten damit ausgedrückt. Ja? Ich glaube, und das sehen wir uns, wie gesagt, gehen wir gleich noch ins Detail, ich nehme das alles vorweg, ja, das ist didaktisch nicht klug, aber ihr wisst dann, wo ich ungefähr hin will, gedanklich mit euch, ja. Ich glaube, dass hier die ganze Welt abgebildet ist, und zwar in einem ganz groben Überwurf. Der ganze Weltlauf, und zwar vom Anfang der Welt, eine Welt, die in Gerichten liegt, in Teuerung und in Tod und in Hungersnöten, eine Welt, die zum Gericht aufbewahrt ist. In dieser Welt sind die Leute Gottes, ja, die irgendwann auferstehen werden, und dann kommt Christus wieder. Ein ganz grober Überriss über die Weltgeschichte. Kürzer kann man es kaum machen. Warum das so ist, zeige ich euch gleich, weil das eine bestimmte Struktur ist, die in der Offenbarung abläuft. Also man hat hier eigentlich als Thema den Ablauf der Weltgeschichte. Die Gattung sind alttestamentliche Wortbilder, und zwar große, bunte, faszinierende Wortbilder, ja, die den Augenmenschen ablenken von dem, was die Bibel eigentlich sagen will, sodass man sagen kann, die Inhalte der Offenbarung, die sind verborgen hinter diesen bonbonfarbenen, bunten Bildern.
Wenn ihr auf den Jahrmarkt geht, da wird Flackerlicht überall, LEDs, ja, das ist für den Augenmenschen, der lässt sich davon begeistern. Begageln, sagt man da, wo ich herkomme, ja. Aber wir müssen da hindurch hören auf das, was die Bibel sagt, nicht auf das, was wir vor Augen meinen zu sehen, ja. Okay, und das Ergebnis von dem ist eigentlich das, diese sieben Siegel hier, wenn das der Ablauf der Weltgeschichte ist, dann ist die Weltgeschichte versiegelt. Die Welt ist versiegelt und die Welt läuft ab. Die Welt wird ablaufen, Stück für Stück. Und wenn das Ende der Welt kommt, kommt Christus wieder. Nur mal so als groben Gedanken. Ob das haltbar ist, versuche ich gleich mit euch durchzugehen. Was wir jetzt machen, ist den Text einfach mal lesen, dass man mal einen Geschmack bekommt von der Würde dieser Worte, die dort in der Offenbarung stehen. Und ich sah das Lamm der Siegel eines auftat, dass das Lamm der Siegel eines auftat, und ich hörte der vier Tiere eines sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm. Das ist das erste Siegel, ja? Das erste Siegel schauen wir uns an. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm ward gegeben eine Krone. Das ist diese Bibelstelle Corona, die man oft sagt. Der Reiter auf dem weißen Pferd, der hat ja eine Corona. Ja? Das war das, was ihr in den Medien immer wieder gehört habt. Da steht im Griechischen auch Corona, aber das hat nichts mit dem Virus zu tun. Das ist umgekehrt. Der Virus nennt sich Krönchen. Ja? Der nimmt sich den Namen Krone. Ja? Aber das darf man nicht hier reinlesen. Ja? Sehen aber gleich noch warum. Und der Reiter, dieser Reiter auf dem weißen Pferd, der zog aus sieghaft und dass er siegte. Und da es das andere Siegel auftat, hörte ich das andere Tier sagen, komm, das ist das zweite Siegel. Und es ging heraus ein anderes Pferd, das war rot. Und dem, der darauf saß, ward gegeben, den Frieden zu nehmen von der Erde. Und dass sie sich untereinander erwürgten und ihm ward ein großes Schwert gegeben. Und da es das dritte Siegel auftat, jetzt sind wir hier, ja, hörte ich das dritte Tier sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme unter den vier Tieren sagen, ein Maß Weizen um einen Groschen und drei Maß Gerste um einen Groschen. Und dem Öl und Wein tu kein Leid. Teuerung, ja. Also hier Krieg und hier Teuerung. Und jetzt der Tod. Und da es das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme des vierten Tieres sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, ein blasses Pferd, ja, fahl. Und der darauf saß, dessen Name hieß Tod, und die Hölle folgte ihm nach, und ihnen ward Macht gegeben zu töten, den vierten Teil auf der Erde mit dem Schwert und Hunger und mit dem Tod und durch die Tiere auf Erden. Und da es das fünfte Siegel auftat, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die erwürgt waren um des Wortes Gottes willen. Also das sind Menschen, die haben das Wort Gottes gepredigt und die sind deswegen getötet worden, ja? Und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie schrien mit großer Stimme und sprachen, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächest unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeglichen ein weißes Kleid, und war zu ihnen gesagt, dass sie ruhten noch eine kleine Zeit, bis das vollends dazu käme, kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch sollten noch getötet werden, gleich wie sie, und zwar um des Wortes Gottes willen. Und ich sah, dass es das sechste Siegel auftat, und siehe, da ward ein großes Erdbeben, und die Sonne ward schwarz wie ein Härenersack. Und der Mond ward wie Blut. Das sind diese Blutmonde, die ihr immer im Internet hört. Ja? Da ist ja mehr so viel Unruhe. Da ist jetzt ein Blutmond. Also ist die Sonne auch schon schwarz? Ja? Ist die Sonne noch nicht schwarz? Ja, dann ist auch kein Blutmond. Ja? Also wird alles Mögliche reininterpretiert. Zum Klicks generieren oder aus Nervosität. Ich weiß es nicht genau. Man muss das im Zusammenhang lassen hier. Ja? Das Wort mit dem Wort auslegen. Nicht irgendwelche Dinge da reinlegen. Ja? Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, gleich wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von großem Wind bewegt wird. Und der Himmel entwich wie ein zusammengerolltes Buch. Versteht ihr, was ich meine? Große Wortbilder. Merkt ihr das? Das sind große Bilder. Ein großer Vorhang wird aufgezogen, eine Bühne wird geöffnet und dann kommen Reiter und dann kommen Siegel und dann kommen Menschen, die den Märtyrertod leiden. Und dann, ja, das ist groß, was die Offenbarung zeigt.
Ja, das meine ich damit, diese großen, bunten, übergroßen Wortbilder. Ja? Der Himmel entwich wie ein zusammengerolltes Buch. Damals wurden Bücher noch gerollt. Bei uns werden die gebunden. Ja? Damals waren das Buch Rollen. Ja? Und diese sieben Siegel, mit denen ist auch eine Buchrolle verschlossen. Und diese Rolle wird hier geöffnet. Ja? Und die Könige auf Erden und die Großen und die Reichen und die Hauptleute und die Gewaltigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen an den Bergen und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallet über uns und verberget uns vor dem Angesicht des, der auf dem Stuhl sitzt. Das ist Gott, der auf dem Thron sitzt, steht in neueren Übersetzungen. Ja? Und vor dem Zorn des Lammes, das ist der Zorn des Lammes. Ja? Wenn sogar ein Lamm zornig wird, nach dem Madonna-Video kann man das vielleicht halbwegs verstehen, was hier langsam passiert. Ja? Okay. Denn es ist gekommen der große Tag seines Zorns und wer kann bestehen? Ja? Das heißt also, das sind die Worte, die wir da gehört haben und das sind diese großen, bunten, faszinierenden Wortbilder, die wir dort haben. Und wir versuchen, die ein bisschen in einen biblischen Zusammenhang zu stellen, ja? Und ein bisschen Überblick zu bekommen. Ja, jetzt haben wir eigentlich die ersten sechs Siegel nur gelesen. Wer zugehört hat, der hat es vielleicht gemerkt, dass ja das siebte Siegel haben wir gar nicht angeschaut. Und deswegen habe ich dieses siebte Siegel hier auch ein bisschen ausgegraut. Und wenn man dann sich das ansieht, das ist jetzt in einem anderen Kapitel, das ist zwei Kapitel weiter. Wir lesen Offenbarung 6, Siegelgerichte. Und in Offenbarung 8 kommt erst das siebte Siegel, das geöffnet wird. Ja? Und da es das siebente Siegel auftat, wurde eine Stille in dem Himmel bei einer halben Stunde. Und ich sah die sieben Engel, die da stehen vor Gott, und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Jetzt kommen Posaunengerichte und dann kommen Zornschalengerichte. Und so ist die Offenbarung als Struktur aufgebaut. Das heißt, wir haben zuerst Siegelgerichte, der Ablauf der ganzen Welt. Dann haben wir Posaunengerichte, der Ablauf der Geschichte Israels. Und dann haben wir Schalengerichte in der letzten Endzeit. Das heißt, es ist wie ein Zoom, der immer weiter einrastet. Da wird erst eine grobe, große Geschichte erzählt und dann wird detailliert. Warum macht man das? Weil man sich sonst verzettelt. Der Preuße, der erzählt sofort alles und dann kapieren die Leute nicht mehr, wo er hin wollte. Ja? Im Hebräischen ist das wie konzentrische Kreise, die immer genauer fokussieren. Mein Bruder ist Pilot, der sagt, ich muss, bevor ich fliege, die komplette Flugroute auswendig lernen. Ich muss lernen, welche Höhe hat der Zielflugplatz über Meereshöhe, welcher Luftdruck herrscht dort, welche Windverhältnisse sind dort, wie viele Tonnen Sprit muss ich an Bord nehmen, um nicht dort anzukommen, sondern im Notfall auch den nächstgelegenen Flughafen noch erreichen zu können. Und ich muss das alles vorher auswendig lernen. Natürlich haben wir Karten, aber ich muss das parat haben. Ja? Und deswegen sagt er, ich fliege von Berlin nach New York. Das ist ganz grob, weiß jeder sofort, worum es geht. Wenn man ihn genauer fragt, sagt er, nein, ich fliege natürlich nicht direkt nach New York, ich fliege von Berlin erst noch nach Bonn und hole in Bonn noch ein paar Sekretäre ab und packe die dann ein, dann gehen wir nach Hamburg und fliegen von Hamburg dann nach London und über London, so, ja. Das heißt, der detailliert das Stück für Stück. Ja, die erste Aussage, ich fliege halt nach New York von Berlin. Wenn man ihn genauer fragt, macht er die Zwischenschritte. Und das macht die Bibel hier auch. Sie zeigt uns hier bei den Siegelgerichten einen groben Abriss. Gerichtsreiter, die Welt liegt im Gericht, in Hunger und Not und Tod und Krankheit. Ja? Und in dieser Welt werden die Leute Gottes offenbar und dann kommt das Lamm. Ganz grob. Grober kann man es kaum machen. Und dann wird später detailliert, dann kommt man in Kapitel 8, ja? Dann werden die Posaunengerichte erzählt und diese sieben Posaunen sprechen von der Israelsgeschichte. Machen wir jetzt nicht, weil es zu viel wird. Ja? Ich will euch nur versuchen, die Strukturen zu zeigen und zu zeigen, wie die Offenbarung da aufgebaut ist. Ja? Das heißt, wir haben hier die sieben Siegelgerichte, die reden von der Weltgeschichte. Dann haben wir die Posaunengerichte, die reden von der Geschichte Israels. Und am Ende kommen die Schalengerichte, Zornschalengerichte, das ist die Endzeitgeschichte. Und alle diese Zyklen, die enden alle mit der Wiederkunft Christi, alle an einem Punkt. Der Punkt ist ja der, wir lesen ja jetzt gerade Offenbarung 6
Und Offenbarung 6 spricht schon von der Wiederkehr Christi, vom Tag des Zornes des Lammes, wenn er diesem ganzen Raddel hier, der hier passiert, diesem sodomitischen Treiben ein Ende setzen wird. Naja gut, da könnte die Offenbarung mit Kapitel 6 ja aufhören. Warum hat sie denn dann noch über 20 Kapitel? Was erzählt denn die Offenbarung da? Die detailliert das weiter aus. Das wird weiter ausformuliert, das wird immer weiter, bis in kleinste Details zum Schluss. Das ist eine didaktisch hochintelligente Struktur, die die Offenbarung da zeigt. Ja? Aber es ist natürlich ein bisschen viel, wenn man das jetzt so an einem warmen Samstagnachmittag da alles aufnehmen soll. Ja? Aber das ist wie so eine Zielscheibe, wie so ein Fokus, der immer näher rangeführt wird, bis man nachher in Details auch geht und das auseinander ziseliert, weil man den Überblick dann auch hat. Ja? Das heißt also, erst werden die Siegel gezeigt als Überblick über die Weltgeschichte, dann kommen die Posaunengerichte, Geschichte Israels, und zum Schluss kommen die Schalengerichte, die dann nur die Endzeit betreffen. Was fehlt? 7 Donner. Die haben wir ja auch noch. Ja? Da sagt aber Gott zu Johannes, schreib nicht auf, was die Donner geredet haben. Das ist ein Geheimnis. Was das ist, weiß keiner. Ja? Das weiß niemand. Das ist versiegelt. Vielleicht wird es irgendwann offenbart. Gottes Wort bewegt sich, Gottes Wort ist lebendig. Aber bis heute weiß niemand, was die 7 Donner gesagt haben und was der Inhalt wäre. Ja? Wir haben nur diese Strukturen. Und damit haben wir schon genug zu tun. Ein Deutungsversuch. Hier haben wir, jetzt gehen wir ein bisschen näher ran. Ja? Jetzt schauen wir uns ein bisschen näher an, genauer an, worum es da geht. Wir haben also erst hier 4 Gerichtsreiter. Ein Reiter auf einem weißen Pferd, einen auf einem roten, einen auf einem schwarzen und einen auf einem fahlen Pferd. Und die schauen wir uns mal an. Und der Rote, wenn ihr euch erinnert, dem war gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen. Wann wurde denn der Friede von der Erde genommen? Wüsste das vielleicht jemand? Habt ihr Vorschläge? Ja? Bei Kain und Abel. Kann man das so sagen? Das glaube ich schon. Da hat die Erde zum ersten Mal Menschenblut getrunken. Ja? Seitdem gibt es keinen Frieden mehr auf der Erde. Nachdem der Mensch aus dem Paradies vertrieben war, gibt es keinen Frieden mehr auf der Erde. Ja gut, aber dann würde ja heißen, der rote Reiter reitet immer schon. Das glaube ich schon. Ja gut, dann würde das ja bedeuten, dass wir in der Zukunft in irgendeinem Weltuntergangsszenario gar keine apokalyptischen Reiter zu erwarten haben. Genau. Also müssten wir uns auch gar nicht so sehr beunruhigen. Nö. Ich glaube, die reiten immer schon, weil Frieden auf der Erde haben wir, das hat noch nie, es gab noch nie Frieden auf der Erde. Ja? Es wird vielleicht mal kommen, wird kommen, wenn Gott kommt, ja. Aber die Menschen, die haben das noch nie hingekriegt, wirklich ein Friedensreich. In Deutschland hat man das mal versucht, oder? Hat nicht so lange gedauert. Sollte das auch ein 1000-jähriges Friedensreich sein? Ja. Hatte der auch ein Kreuz? Ja, ja. War das auch ein Heiland? Muss ich rausschneiden, gell? Das war ein Heiland. Ja, dem hat man auch Heil zu. Ja, merkt ihr da was? Das waren schon so Anfänge. Und das zieht sich überall durch und das wird immer deutlicher, das kommt immer deutlicher raus. Ja? Aber Frieden, also den Frieden von der Erde zu nehmen, das war schon ganz am Anfang der Welt. Ja? Das nächste Siegel wäre ein schwarzes Pferd. Und diesem schwarzen Pferd wird gegeben Teuerung. Dass Teuerung kommt, ein Maß Weizen um einen Groschen und 3 Maß Gerste um einen Groschen und dem Öl und dem Wein tu kein Leid. Vielleicht ist Öl und Wein ein Bild auf den Heiligen Geist und auf die Freude im Glauben. Das wird nicht teuer. Aber alles andere, was zu essen ist, Grundnahrungsmittel, das wird teuer. Teuerung, Inflation. Teuerung hat es immer schon gegeben, Hungersnöte hat es immer schon gegeben auf der Welt. Das ist nichts speziell Endzeitliches. Das kann sein, dass das dann auch nochmal wieder eintritt, ja? Aber es ist nichts, was die Welt nicht schon gesehen hätte. Das hat es immer schon gegeben. 30-jähriger Krieg hier im Schwäbischen. Da sind die Schweizer raufgekommen, gell, ins Neckartal. Da wissen wir zu wenig von. Da sind 90% der Bevölkerung sind in den Ortschaften umgekommen. Ja? 95%. Ist kaum noch jemand. Ganze Landstriche waren entvölkert. 16, 18 bis 48. Ist das 30 Jahre? Ja, ich glaube schon. Ne? Ja? Das waren Zeiten. Das war auch apokalyptisch. Das hat es auch alles gegeben. Und die Welt ist noch nicht untergegangen. Ja? Und Pforzheim, Zweiter Weltkrieg, man hat gedacht, dass in Pforzheim niemals mehr jemand leben würde, ja, nach dem Bombenangriff. Und trotzdem ist Pforzheim wieder, das ist trotzdem weitergegangen. So schnell geht eine Welt nicht zu Ende, sag ich, der sich immer mit Endzeit beschäftigt, ja.
Ja? Man braucht diese Nüchternheit auch irgendwo. Man darf nicht direkt panisch werden, manisch-panisch. Man muss das nüchtern stehen lassen, zur Kenntnis nehmen und den Apfelbäumchen pflanzen. Ja? Dann gibt es noch einen fahlen Reiter, ein fahles Pferd, das ist der Tod. Naja, und der Tod herrscht auch, seitdem die Menschen aus dem Paradies ausgestoßen sind. Dieses Bild hier, dieser Zyklus, dieser Siegelgerichte zeigt uns eine Welt, die im Gericht liegt. In Krieg, in Streit, in Hungersnot und im Tod. Und das ist ja auch eigentlich unsere Erfahrung. Wir Westeuropäer, uns geht es ja gut die letzten Jahrzehnte. Wir sind das ja alles nicht mehr gewohnt, ja? Aber in anderen Ländern ist das sehr viel präsenter. Ja? Wir haben uns da etwas abgekoppelt. Aber das, glaube ich, das zeigt uns die Bibel. Jetzt gehen wir zum weißen Reiter. Jetzt geht es schnell, ja? Aber ich habe ja nur 59 Minuten noch, glaube ich. Ja? Jetzt kommen wir zum Reiter auf dem weißen Pferd. Und ich sah, dass das Lamm der Siegel eines auftat und ich hörte der vier Tiere eines sagen, wie mit einer Donnerstimme kommen. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm ward gegeben eine Krone und er zog aus sieghaft und dass er siegte. Tja, ich glaube, ich sage das mal so ganz platt, ich glaube, dass das Christus ist. Weil in der Bibel Christus immer als der Sieger beschrieben wird. Und wenn ich irgendwo in irgendeine Kirchengemeinde gehen würde, ja, und würde dort fragen, wer ist denn eigentlich der Sieger von dem Ganzen, dann würde niemand sagen, der Antichrist. Da würden alle sagen, Christus ist der Sieger, oder? Christus ist auch Alpha und Omega. Ja gut, dann wäre Jesus ja in diesen Siegelgerichten, wäre dann ja der erste Reiter und das Lamm, das am Tag des Zornes diesen Zorn ausübt. Ja genau, dann wäre ja Anfang und Ende, Alpha und Omega. Ja genau, das glaube ich schon. Ich glaube, dass hier Christus gezeigt wird und der wird siegen. Er zieht aus, um zu siegen, und der wird siegen. Er wird diese kaputte Welt, die kaputt gegangen ist durch die Sünde der Menschen, die wird er wieder gut machen. Warum? Weil er auf Golgatha gesiegt hat. Einen ganz komischen Sieg. Einen Sieg, der nach außen aussah wie eine Niederlage, wie kaum ein Mensch sein Leben beenden kann. Und das war der Sieg über alles. Das war der Sieg über die Welt. Da muss man aber hindurchschauen. Das muss man verstehen. Wenn man das mit Augen sieht, dann sagt man, das soll euer Gott sein. Ja? In Aachen habe ich in einem Büro gearbeitet, wir hatten eine chinesische Austauscharchitektin, die ist nach Belgien gefahren, kam ganz erschrocken wieder zurück und sagte, ich war da an einem Wegkreuz in Belgien, da war ein Lattenkreuz, da war ein Mann dran genagelt. Ja, sage ich. Weißt du, wer das ist? Dann habe ich gesagt, das ist unser Gott. Dann hat die mich ganz entgeistert angeguckt. Dann sagst du, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr seid ein ganz schreckliches Volk oder der ist kein Gott. Und das war eine kluge Antwort, oder? Das ist so. Jetzt könnt ihr euch was aussuchen. Ja? Aber für jemand aus China, der aus einer ganz anderen Kultur kommt, war das, wir fahren da dran vorbei und sagen, ja gut, das ist Jesus, dann haben sie halt gekreuzigt. Ja? Wir haben uns schon so dran gewöhnt. Aber für die war das vollkommen neu, vollkommen ungewohnt, ja? Ich stelle das mal so auf, manche sagen, dass der weiße Reiter der Antichrist wäre. Ja, das gibt's auch. Vor allem in der evangelikalen Welt wird das so gedeutet. Aber ich empfinde das als zu nervös, weil das erste prophetische Bild, der erste prophetische Zyklus in der Offenbarung ist. Und Gott fängt nicht mit dem Antichristen an. So nervös ist das alles nicht. Das baut langsam strukturiert aufeinander auf. Ja, und Gott fängt meiner Meinung nach an mit dem Sieger, der auch zum Gericht gekommen ist. Ja? Denn die Welt, in der Apostelgeschichte steht das mal, es ist in keinem anderen das Heil, also außer allein in den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und dass diesem Jesus das Gericht über die ganze Welt gegeben ist. Warum? Weil er sein Leben gegeben hat und sein Blut vergossen hat. Christus wird Richter der Welt sein. Und er darf das auch, weil über ihn auch ungerecht geurteilt wurde. Ja? Das darf er. Das ist der Einzige, der die Welt richten darf. Und das wird kommen. Und das hält niemand auf. Auch kein Trump, sorry. Kein Putin und kein niemand. Keine positive Zukunftsvision und was auch immer. Christus kommt. Ja, das kommt. Und deswegen verfolge ich in meinen Videos immer diese Linie und nicht so sehr die Trump- und Putin-Linie oder die Verschwörungsthemen. Ja, das ist heute so und morgen so und dann ändert sich das wieder. Und beobachten tue ich das auch, aber hier bleibe ich ganz strikt beim Wort Gottes.
Ja, ganz stoisch, sagt man, glaube ich, dazu. Ja? Oder stur, das gefällt mir fast noch besser. Ja? Also so eine gewisse göttliche Sturheit. Ja? So. Also haben wir hier unsere vier Reiter. Krieg, Hunger, Tod und einer ist der Sieger. Ja, kann man das so sagen? Warum ist denn Christus unter den Gerichtsreitern? Nein, weil er auch die Welt richten wird. Ja? Die Welt liegt im Gericht und die Welt wird irgendwann, werden sich alle vor Christus verantworten müssen. Das sagt die Bibel sehr deutlich. Ob wir das glauben oder nicht, ob die Welt das glaubt oder nicht, ob die Welt das akzeptiert oder nicht, das ist vollkommen unerheblich. Das wird kommen, das sagt die Schrift. Ja? Und der Wilhelm Busch hat mir mal gesagt, ja, Herr Pfarrer, lassen Sie doch mal Gott aus dem Spiel. Dann hat der Wilhelm Busch gesagt in seiner unvergleichlichen Art, das ist ja das Unheimliche, dass Gott immer mitspielt. Ja, das ist so. Ja? Das entscheiden wir überhaupt nicht. Da sind wir hineingeworfen. Und die Frage ist, was tun wir mit unserem Leben? Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit diesen Themen um? Ja? Gut, also warum ist Christus unter den Gerichtsreitern? Naja, das war schon immer so. Das hat man immer schon so ausgelegt. In den letzten 100 Jahren gab es da Varianten zu, die dann meinten, dieser Reiter auf dem weißen Pferd sei der Antichrist. Naja, und weil Christus der Sieger ist. Wenn ihr jemand fragt, wer ist denn der Sieger in der Bibel, da wird jeder sagen, Jesus Christus. Ja? Dann wäre aber Christus auch Alpha und Omega. Denn er wäre ja der erste Reiter und er wäre hier der letzte. Dann wäre er Anfang und Ende der Weltgeschichte. Na, das will ich aber mal meinen. Ja? Wenn wir aber sagen, hier ist der Antichrist, ja, dann passt das für mich nicht gut zusammen. Und mir ist das auch zu nervös. Der kommt auch noch, ja, auch Geduld, ja, Gemach. Aber hier haben wir nur so einen ganz groben Überwurf, ja. Und die Welt fängt mit Christus an, denn er hat sie geschaffen und er hat sie erlöst und er kommt wieder. Das ist dieser ganz grobe Wurf über die Welt. Ja, da müssen wir gar nicht Angst haben vor apokalyptischen Reitern, nö. Als ich das so durchgearbeitet habe, da habe ich gedacht, ich muss meinen Blick auf die Welt ändern. Ich habe einen viel zu verklärten Blick auf die Welt, weil ich ein Westeuropäer bin, dem es immer gut ging. Der morgens schon wusste, was er abends zu essen hat. Überlegt das mal, was das für ein Luxus ist. Das gibt es nicht überall auf der Welt. Ist das so, ja? Ja? Das wissen, viele wissen nicht einmal, was mittags gibt, ja? Und die haben morgens schon gar nichts gekriegt. Also wir leben in einer sehr luxuriösen Welt. In einer sehr so luxuriös haben Menschen noch nie gelebt wie wir. Ja? Und deswegen habe ich gedacht, ich muss meinen Blick auf die Welt ändern. Das ist die Welt, in der wir eigentlich leben, ja? Mit der wir eigentlich zu tun haben. Wir leben in einer westeuropäischen Enklave. Ja? Gut, jetzt haben wir aber dann drei Reiter, Krieg, Hunger und Tod und einen ganz anderen Reiter. Dann wäre das ja Christus und das wären praktisch Krieg, Hunger und Tod. Wie passt das denn zusammen, 3 und 1? Und da gibt es eine Struktur in der Bibel, diese 3 und 1 Ordnung, die will ich jetzt aber nicht besprechen mit euch. Da gibt es Texte auch, die kann man sehen. Seht ihr, das ist 1, 2, 3 Block, 4 Block und hier ein Einschub. Also 3 Blöcke und ein vierter Block, 3 und 1. Ja? Und das ist auch die ganze Heilsgeschichte. Habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, wenn das interessiert. Und diese 3 und 1 Struktur hat immer mit Gericht zu tun. Und die finden wir hier auch. Ein weißes Pferd, das ist der Sieger von Golgatha. Und das ist Krieg, Teuerung und Tod. Das ist eine bestimmte Struktur. Ich kann da jetzt nicht drauf eingehen, weil ich nur noch 58 Minuten habe. Ja? Ja? Aber das ist eine ganz bestimmte Struktur. Und die 3 und 1 findet ihr auch immer. Jona ging nach Ninive und hat der Stadt Ninive Gericht gepredigt. Ninive war aber eine große Stadt, 3 Tagereisen weit. Und Jona ging eine Tagereise weit in die Stadt hinein. Warum geht er denn nicht bis in die Mitte, bis an den Marktplatz, zur Kirche? Ja? Da müsste er doch eigentlich hingehen. Warum geht er nur ein? Das ist 3 und 1. Bei der Sintflut findet man auch 3 und 1. Weil in der Sintflut in der Arche waren 8 Menschen. Ja? Noah und seine 3 Söhne. Noahs Frau und Noahs 3 Schwiegertöchter. Da hat man sogar 2x 3 und 1. Das ist ja auch ein großes Gericht, die Sintflut, oder? Und das findet ihr immer, wenn es um Gericht geht, findet ihr immer diese Struktur der 3 und ein Viertes. Ich könnte noch ein paar Beispiele nennen, ich habe nicht so viel Zeit. Ja? Ist auch okay, ist auch warm. Ja? Wir gehen da so mal schnell durch. Ja?
Also Christus ist der Sieger, Christus ist Alpha und Omega. Und wir haben diese 3 und 1 Struktur auch hier in der Struktur, nämlich der Erste, der hat den Sieg und die anderen drei sind Krieg, Teuerung und Tod. Das ist eine Struktur, die hier gezeigt wird. Ja? Müsste man ein bisschen sich Zeit nehmen, da tiefer einzusteigen. Eigentlich müsste man das machen und eine Woche ruhen lassen und dann wieder aufwärmen. Manchmal schmecken aufgewärmte Sachen gut, ja? So ein Eintopf, ja? Das ist das hier auch. Ja? Und dann gewöhnt man sich an den Text, dann müssten wir den Kontext lesen, das Kapitel davor und das Kapitel danach. Und dann entsteht langsam ein Bild. Ja? Und so einem Samstagnachmittag, in so ein paar Minuten, ich habe ein bisschen Sorge, dass ich euch da verliere bei. Ich möchte euch das nur so als groben Überblick zeigen. Man findet auch hier die 3 und 1 mehrfach. Ja? Weiß, Rot, Schwarz sind normale Farben. Fahl ist eigentlich keine Farbe. Ja? 3 und wieder 1. Also man findet, weil auch hier geht es um ein großes Gericht. Das heißt also, wir hätten eigentlich hier den Ablauf der Weltgeschichte. Christus hat die Welt geschaffen und diese Welt ist in Krieg, Hunger und Tod gefallen. In der Welt gibt es die Märtyrer, die für das Wort Gottes ihr Leben gelassen haben. Und wenn das hier vollendet ist, dann kommt Christus wieder. Das würde ja heißen, dass die Welt nur deswegen geschaffen ist, damit die Leute Gottes offenbar werden in der Welt. Dann hätten wir ja hier damit zu tun, was der Sinn der Welt ist. Der Sinn, warum die Welt geschaffen wurde, ist der, dass Christus in der Welt offenbar wird und die Seinen offenbar werden. Und wenn der Letzte der Gemeinde Christi offenbar geworden ist, dann kommt Christus wieder und dann wird die Welt ihr Ende finden. Das ist aber mal ein Ding. Das ist ja eine ganz andere Perspektive, als wir bisher gehabt haben. Dann hätten wir ja hier eigentlich mit dem Sinn der Welt zu tun. Ja, ich kürze das jetzt ein bisschen ab, weil wir bei diesem Ablauf der Siegelgerichte, dieser 7 Siegel, eigentlich etwas übersehen haben. Die Siegel haben doch ein Buch verschlossen, oder? Da war doch eine Buchrolle. Und diese Buchrolle war doch mit 7 Siegeln verschlossen. Und Johannes, der sieht im Himmel, ich muss jetzt gucken, ob ich diese Folie so schnell finde, der Johannes sieht im Himmel, dass das Lamm auf dem Thron eine Buchrolle in der Hand hält. Und diese Buchrolle ist versiegelt mit 7 Siegeln. Und die war beschrieben auswendig und inwendig. Und Johannes hat sehr geweint, dass niemand gefunden wurde, der diese Buchrolle öffnen konnte. Und dann kommt mitten aus dem Thron ein Lamm. Und dieses Lamm nimmt diese Buchrolle und öffnet die Siegel. Das Lamm schafft die Welt. Und wenn diese Siegel alle geöffnet worden sind, dann kann das Buch aufgerollt werden und dann können die Namen derer gelesen werden, die in diesem Buch stehen. Denn dieses Buch ist das Lebensbuch des Lammes. Versteht ihr das? Es geht ja gar nicht um die Siegel. Es geht ja um das Buch, das nicht gelesen werden konnte. Das ist doch der Kern. Und alle, die ich sehe, so im Internet und auch die über diese Dinge predigen, die wollen immer wissen, was sind denn die 7 Siegel? Dann sage ich, die 7 Siegel, das ist die Verpackung. Ja? Und noch nicht der Inhalt. Als unser Sohn, ich weiß nicht, 1 oder 2 Jahre alt war, hat er zum Geburtstag, hat er da 1 Jahr alt, oder? Ich weiß nicht mehr genau, wie alt man ist. Ja, okay, 1 Jahr. Haben wir dem was geschenkt, so ein Paket zum Geburtstag. Und das Paket hatte so eine knisternde Verpackung. Und der kleine Kerl, den hat das viel mehr fasziniert als das Geschenk. Ja? Das Geschenk, das lag also da irgendwo auf dem Wohnzimmerboden und er hat da mit so einem drilligen Mund, weil er Zähne gekriegt hat, mit der Verpackung rumgeknistert. Ja? Und das war super. Also hätte gereicht, ihm die Verpackung zu schenken. Ja? Ja? Hätte man viel Geld gespart. Gut, jetzt ist es auch egal. Aber, ja? Das kommt mir fast so vor bei den Siegelgerichten. Man bleibt bei den Siegelgerichten hängen, weil das so große Wortbilder sind, große bunte Bilder. Ein großes Szenario wird da aufgemacht vor unseren Augen. Man steht davor und sagt, oh, was sind große Dinge? Und auch noch Corona. Toll, ja? Ja? Und man lässt sich ablenken davon. Und wenn wir die Siegel komplett ausgedeutet haben, wenn das denn so sein sollte, dann dürfen wir das Buch nicht vergessen.
Warum hat denn Johannes so geweint, dass niemand dieses Buch öffnen konnte? Weil das Lebensbuch des Lammes ist. Da stehen die erlösten Christi, die stehen in diesem Buch. Ach so, ja gut, dann müsste ja, damit dieses Buch gelesen kann, müsste die Welt geschaffen werden und ablaufen. Ja, natürlich. Warum das denn? Weil die Gemeinde Jesu in dieser Welt offenbar werden soll. Im Fleisch, ihr und ich, alle, die glauben. Und natürlich unser Meister auch, Christus auch. Und wenn die alle offenbar sind, wenn die Gemeinde in Fülle eingegangen ist, dann kommt er wieder und dann wird das abgeschlossen. Das heißt, wir sprechen hier eigentlich über den Sinn der Welt. Und das ist was Großartiges. Die Bibel lässt uns hier hinter die Kulissen gucken. Aber die meisten bleiben bei der Verpackung stehen, bei den Siegeln und knistern damit rum, ja? Aber der Kernpunkt von dem, was die Bibel uns da zeigen will, ist eigentlich, dass die Namen der Erlösten in diesem Buch stehen und dass die Namen der Gemeinde Jesu, dass die offenbar werden darin. Ja? Und ich sah in der rechten Hand, das ist jetzt die Stelle, die ich euch kurz erzählt habe, ja? Ich sah in der rechten Hand des, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben, inwendig und auswendig, versiegelt mit 7 Siegeln. Eine Buchrolle steht da eigentlich, das ist die alte Lutherbibel. Ja? Steht in der neueren Übersetzung steht, ich sah da eine Buchrolle. Das sind so Übersetzungsvarianten, das macht aber eigentlich nichts. Ja? Ein Buch beschrieben, inwendig und auswendig, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief aus mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, dass niemand würdig erfunden ward, das Buch aufzutun und zu lesen, noch hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der da ist vom Geschlecht Juda, die Wurzel Davids. Wer ist das denn? Das ist Christus. Das ist der, der sieghaft ist. Der hat überwunden. Das ist der Sieger. Ja? Das sagt er zu ihm. Der hat überwunden, aufzutun das Buch und zu brechen seine 7 Siegel. Ja? Und ich sah und siehe, mitten zwischen dem Stuhl und den 4 Tieren und zwischen den Ältesten, da stand ein großer Löwe. Nee, seht ihr das? Da steht jetzt ein Lämmlein. Ja, aber Moment mal, da überwunden hat doch der Löwe aus dem Geschlecht Juda die Wurzel Davids. Wieso steht denn jetzt ein Lamm? Weil es der Gekreuzigte ist, mit Lammesnatur. Ja, das ist erstaunlich, ja, Löwe und Lamm in einem. Mitten zwischen dem Stuhl, also zwischen dem Thron eigentlich, ja, und den 4 Tieren stand, zwischen den Ältesten stand ein Lamm, wie wenn es erwürgt wäre und hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der Hand des, der auf dem Stuhl saß. Und da es das Buch nahm, da fielen die 4 Tiere und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und hatte ein jeglicher Harfen und goldene Schalen voll Räuchwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied und sprachen, du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist erwürgt und hast uns Gott erkauft mit deinem Blut aus allerlei Geschlecht und Zunge und Volk und Heiden und Schwaben und Pfälzer und ja, aus überall, aus der ganzen Welt, ja, hast du uns erkauft. Und du hast uns unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und wir werden Könige sein auf Erden. Das ist das Erbe der Gemeinde Jesu, da hört ihr heute aber wenig von. Und ich sah und ich hörte, ist die letzte Folie, ja? Und ich sah und hörte eine Stimme vieler Engel um den Stuhl und um die Tiere und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war 1000 mal 1000. Und sie sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das erwürgt ist oder getötet ist, ja, das ist alte Lutherdeutsch, das Lamm, das erwürgt ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Das hört gar nicht mehr auf, oder? Das ist, als ob die schwärmen von dem, was das Lamm ist, ja?
Und alle Kreatur, die im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und im Meer und alles, was darinnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Stuhl sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Tiere sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann tut das Lamm die Siegel auf und dann laufen die Siegel ab. So würde ich diese Siegelgerichte verstehen wollen. Ein grober Überblick über die ganze Weltgeschichte, eine Welt, die im Gericht liegt und auch zum Gericht aufgespart ist. Christus der Erste und der Letzte, ja, und mitten in der Welt werden offenbar die, die unter dem Altar sind und um des Glaubens willen, ja, ihr Leben verloren haben. Das ist das, wie die Bibel uns das zeigt. Wenn man jetzt tiefer einsteigen wollte, müsste man jetzt die Posaunengerichte machen, ne? Da brauche ich aber wieder 59 Minuten für. Deswegen würde ich hier mal aufhören. Wen noch interessiert, wer die Seelen unter dem Altar sind, können wir das noch nachschieben. Nachspielzeit, 2x15 Minuten. Ja. Ja. Aber so würde ich mir das vorstellen. Dann wäre Christus Anfang und Ende. Er hat die Welt geschaffen. Damit lässt er dann auch diese Siegel ablaufen. Ja. Das Erstaunliche ist, wenn man das so auslegt, dann gibt es Leute, die sagen, nee, das kann so nicht sein. Weil wenn jetzt Christus der weiße Reiter wäre, dann würde das ja bedeuten, dass das Lamm im Himmel die Siegel öffnet und das Lamm öffnet die Siegel und kommt dann selber da als Reiter auf dem weißen Pferd vor. Das kann doch nicht sein, sagt Adolf Pohl, Theologe, ist aber schon in der Ewigkeit. Ich sage doch, das kann sein. Warum denn? Naja, weil Christus die Welt geschaffen hat und dann selber in der Welt vorkommt, oder? Er wird ja Mensch. Bitte? Er hat sich gezeigt, ja? Das heißt, er hat die Welt geschaffen und kommt selber darin vor. Das wäre so, als ob ich einen Computer schaffe und gehe dann in den Computer rein. So, ja? Und das ist auch hier so. Das Lamm öffnet die Siegel und es kommt selber als Erster darin vor. So würde ich das sagen. So absurd ist das eigentlich. Und so wahr. Jetzt hoffe ich, ich habe euch nicht verloren unterwegs, ja? Habt ihr noch Fragen? Ja, da war die Frage, ob die 24 Ältesten, ob man die teilen kann in 2x12, also einmal für Israel und einmal für die Gemeinde, könnte ich mir vorstellen, ja. Es gibt keine Aussage in der Offenbarung, die das sagt, ja. Ist eine Vermutung, begründete Vermutung, könnte man sagen, ja. Das könnte ich mir vorstellen. Man darf sich nicht im Detail verlieren, das ist ein grober Wurf. Jetzt müssten wir eigentlich 2 Tage Pause machen und dann die Posaunen machen. Und dann müssten wir die Zornschalen machen. Und dann müssten wir wieder ganz an den Anfang gehen, ja. Weil das ist so, als ob man die ersten 4 Schuljahre macht und dann fängt man in der ersten Klasse nochmal wieder an. Dann fällt einem das viel leichter mit den Buchstaben schreiben. Ja? Und so wäre das hier auch. Das ist jetzt sehr anspruchsvoll, was wir hier machen. Ich habe das ein bisschen zusammengekürzt. Ja? Gibt es noch Fragen? Ja? Zu den Heiligen? Ja, es ist ja so, eigentlich ist das auch ein Kernpunkt, ja, 9 Minuten. Nee, ist auch okay, ist auch warm, ja, und wir wollen das ja auch nicht übertreiben, ja. Darf nicht auch nicht zu lange werden. Der Punkt ist der, es gibt jetzt diese Seelen unter dem Altar und die Seelen unter dem Altar, die rufen und sagen, Herr, wie lange richtest du uns nicht? Und die haben ihr Leben gelassen um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses, das sie hatten. An anderer Stelle in der Offenbarung steht, um des Zeugnisses Jesu Christi willen, wenn es um Neutestamentler geht. Hier steht aber bei den Zeugen nur, um des Zeugnisses willen, das sie hatten, um des Wortes Gottes willen. Deswegen glaube ich, dass das Alttestamentler sind. Ja, das ist noch, sind Propheten und Zeugen aus dem Alten Bund, die im Alten Bund für das Wort Gottes eingestanden sind. Warum? Na, weil das ein ganz grober Wurf ist über die Welt. Da ist die Gemeinde Jesu, die neutestamentliche, noch nicht drin enthalten. Ja? Und diese Seelen unter dem Altar, ja, diese in dem 5. Siegel sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die erwürgt waren um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten.
Noch nicht das Zeugnis Jesu Christi, das kommt auch noch in der Offenbarung, aber später, ja, später, kriegen wir später, hieß das, glaube ich, bei der Feuerzangenbowle, ja. Das heißt, das kommt auch noch, aber noch nicht jetzt. Wir sind ja ganz am Anfang eigentlich der Offenbarung. Das ist ja noch ein ganz grober Grundriss, der hier gelegt wird, ja. Das heißt also, die sind hier unter dem Altar und die sind erwürgt um des Wortes Gottes Willen. Die Frage ist jetzt, was ist denn der Altar eigentlich? Und das ist eigentlich eine erstaunliche Sache für mich auch gewesen. Ich glaube, dass der Altar der Berg Zion ist, der Zionsberg. Könnt ihr heute, wenn ihr nach Jerusalem fahrt, könnt ihr den auch besuchen dort. Ja? Die Stadt Jerusalem, Zionsberg, das gibt es irgendwo alles da unten. Das ist noch da. Und ich glaube, dass der Zionsberg der eigentliche Altar ist. Ich glaube, dass dort ist auch Jesus gekreuzigt worden. Christus ist gekreuzigt worden auf dem wahren Altar. Nicht auf dem Altar im Tempel dort, sondern auf dem wirklichen Altar. Na gut, aber wenn jetzt der Berg Zion der Altar wäre, könnte denn sein, dass das ganze Land Israel der Tempel ist? Mit dem Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes und Altar? Und das glaube ich. Das glaube ich, dass das so ist. Ich glaube, dass das Land Israel, wenn wir das heute anschauen, dass wir noch nicht ganz verstehen, was wir da wirklich sehen. Israel ist ja wieder da, jetzt seit dem Zweiten Weltkrieg, ja, 1948. Israel ist wieder da als Staat, aber es ist noch nicht ganz in der Struktur da, weil in Israel fehlt nämlich noch das Westjordanland hier. Das muss noch eingemeindet werden. Aber das waren die Stämme, die damals Israel ausgemacht haben. Und ich glaube, dass der Norden Israels der Vorhof ist des Tempels und der Süden ist das Heiligtum. Und Jerusalem das Allerheiligste und der Berg Zion ist der Altar. Und auf dem Altar muss geopfert werden. Jesus sagt das mal in Lukas 13. Da sagen nämlich manche zu ihm, Herodes will dich töten. Fliehe. Und dann sagt Jesus, sag diesem Fuchs, ich muss wirken heute und morgen und am dritten Tag. Denn es kann nicht angehen, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Warum? Weil dort der Zionsberg ist und weil dort die Propheten alle geopfert werden, damit sie ihre Sünde vollmachen und gerichtet werden, wenn das Lamm kommt. Ja? Das ist der Gedanke. Das würde bedeuten, dass das Land Israel eigentlich ein Abbild ist des Tempels oder hier jetzt der Stiftshütte. Die Stiftshütte hatte einen Vorhof und dann ein Heiligtum und da innen drin war auch noch die Bundeslade, ja, und der Brandopferaltar, ja. Und dass die Bundeslade, Entschuldigung, dass Israel, wenn wir dieses Land Israel auf der Karte sehen, das ist deswegen ein heiliges Land, weil das aufgebaut ist wie der Tempel und weil da nochmal geopfert wird. Das kommt nochmal. Ja? Und heute Morgen habe ich euch gesagt, dass ich glaube, dass Israel zerbricht in zwei Teile, in einen Norden und in einen Süden. Warum? Ja, weil das in der Antike auch schon so war. Das wird sich wiederholen. Eigentlich könnte man auch sagen, wenn Israel zerbricht in einen Norden, Tel Aviv, und in einen Süden, Jerusalem, dann entsteht der Vorhof des Tempels in Jerusalem, in Israel. Ja? Gedanklich, das ist ein Bild. Wenn Jerusalem wiedergeboren wird, wenn die Stadt Jerusalem zum Glauben an Jesus kommt, wäre ja geistliche Priesterschaft im Tempel, im wahren Tempel. Und dann kommt der Antichrist und tötet die und bringt die alle um, wie der Fuchs im Hühnerstall. Und das wird Jesus rächen. Und das, glaube ich, das wird kommen. Und das erwartet von den Christen niemand, weil wir nicht gut informiert sind. Wir sind nicht gut unterwiesen. Ist nicht schlimm. Wir werden trotzdem gerettet, wenn man an Jesus glaubt. Man muss doch nicht alles wissen. Ja? Aber wenn ich euch sage, ich glaube, dass Israel zerbricht, dann würde der Vorhof hier entstehen. Dann hätten wir einen Vorhof, dann hätten wir ein Heiligtum, dann hätten wir Jerusalem als Allerheiligstes und ein Altar. Und wenn Jerusalem in der letzten Zeit zum Glauben an Jesus kommt, wäre geistliche Priesterschaft im Tempel, dann könnte der Tempel ja bereit sein für Christi Wiederkunft und Herrschaft in Gedanken. Und das macht der Antichrist alles kaputt. Das geht jetzt aber weit. Ja? Es geht ein bisschen weit, vielleicht für den einen oder anderen zu weit. Ich will nur sagen, da laufen ganz viele Linien zusammen. Und deswegen glaube ich, wenn hier von den Märtyrern gesprochen werden, die erwürgt sind um des Wortes Gottes willen, um des Zeugnisses willen, das sie hatten, und dass diese unter dem Altar gesehen werden. Dieser Altar ist der Berg Zion, das ist Jerusalem. Die sind alle in Jerusalem umgekommen.
Die verbrecherische Stadt nennt Jesus, glaube ich, Jerusalem mal. Ja? Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten, die zu dir gesandt sind. Ja? Wie oft habe ich dich versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Und du tötest die, die zu dir geschickt sind. Die tötest du hier. Und die sind eigentlich alle sind die geopfert worden im Endeffekt. Das sind Bilder, mit denen wir zu tun haben. Und hier wird auch deutlich, wenn wir in die Offenbarung gehen, dann dürfen wir nicht uns mit Corona Shishi machen lassen. Sondern dann geht es um große Wortbilder, die ihren Ursprung im Alten Bund, im Alten Testament haben. Und eigentlich müssten wir das Alte Testament gut kennen. Und dann würde uns das Neue Testament und auch die Offenbarung nicht so fremd erscheinen. Also das würde ich sagen, das wären für mich die Zeugen praktisch, die um des Wortes Gottes willen, um des Zeugnisses willen, das sie hatten, getötet wurden. Und die sich unter dem Altar aufhalten, in dem Sinn, das ist hebräisches Denken jetzt, aber das ist nicht neutestamentlich-christlich, das ist hebräisch. Die gehen hinab ins Totenreich und warten dort auf ihre Auferweckung. Und das zeigt uns hier die Offenbarung. Die Offenbarung ist deswegen für uns Christen so schwer zu verstehen, weil die vielfach hebräisch ist, alttestamentlich. Ich glaube auch, dass die Offenbarung in erster Linie nicht für uns Christen aus den Heiden ist. Ich glaube, dass die Offenbarung geschrieben ist für den Überrest, der in Jerusalem, der einst zum Glauben an Jesus kommt. Das werden zum 99% Juden sein, die kommen zum Glauben an Jesus. Die sind im Talmud erzogen und können den Tanach auswendig. Die können das Alte Testament auswendig. Und wenn die Offenbarung lesen, dann verstehen die diese Bilder, die für euch sehr fremd sind, die wir uns erst langsam erarbeiten müssen. Die leben in einer ganz anderen Welt als ihr. Und in der Welt macht das alles Sinn. Ja? Und deswegen habe ich so Angst, euch zu verlieren gedanklich, weil wir uns jetzt in eine ganz andere Welt begeben, wo man erstmal sich orientieren muss, wo bin ich denn hier überhaupt? Ja? Und dann eine Taschenlampe nimmt und mal leuchtet. Was ist das denn? Habe ich ja noch nie gesehen. Und hier, und guck mal da. Ja? Und bis man sich mal orientiert, es braucht halt seine Zeit. Ja? Ich habe versucht, das mal in so einem groben Wurf euch zu zeigen. Und deswegen glaube ich, dass diese Bilder, die uns hier gezeigt werden, ich nehme das jetzt mal hier nur, so dass ihr einen Überblick habt, ja, dass hier dieser Ablauf der Weltgeschichte ist und dass hier die Seelen deswegen unter dem Altar sind, weil die um des Wortes Gottes willen als Alttestamentler in Jerusalem den Märtyrertod gestorben sind, im hebräischen Denken hinabsteigen in die untersten Örter der Erde und dort auf ihre Auferweckung warten. Und sie rufen ja, wie lange richtest du nicht? Und dann sagt Gott, wartet, bis auch die noch zu euch kommen, die auch noch sterben sollen, um das Wort des Gottes willen. Und dann wird Christus kommen. Ja, und dann macht er das gut. Also das ist das Bild. Schwierig. Fremd. Ja, also wenn ihr das mitnehmt, ich glaube, dass das die Weltgeschichte ist und dass der Sinn der Welt ist, dass das offenbar werden muss. Das muss alles ausreifen. Auch die Sünde, die wir heute sehen, auch das Madonna-Zeugs, das muss ausreifen. Ja, ja. Ja? Das glaube ich schon, dass das Christen sind, die heute auch ihr Leben lassen fürs Evangelium. Vielleicht auch die, die ganz einfach ihr Leben beendet haben wegen Zeitablauf, heißt es glaube ich beim Erbbaurecht. Ja. Also die sterben und warten auf die Auferstehung. Ja. Und da sind Märtyrer bei, die gibt es auch heute noch in China, Nordkorea. Wenn ihr, wie hieß das, Anja, was haben wir gestern geguckt? Open Doors. Geht mal in YouTube, guckt Open Doors, was Christen dort leiden fürs Evangelium. Da sind wir Stümper gegen in Europa. Ja? Da war eine junge Frau, die ist zum Glauben gekommen. Und dann hat eine westliche Missionarin hat zu ihr gesagt, du, ich habe gehört, du bist zum Glauben. Und die ist dann aus der Familie ausgestoßen worden, hat auf der Straße gelebt. Die ist dann irgendwo dort aufgesammelt worden, halb verhungert. Ja? Und die haben die hochgepäppelt und jetzt macht sie Kinderarbeit dort irgendwo in irgendeinem muslimischen Land. Und die westliche Missionarin sagt, kannst du mir vielleicht deine Geschichte erzählen? Ich habe gehört, dass du so schlimm durchmusstest. Und dann kann ich in Deutschland den Geschwistern das sagen, dann können die beten für dich, weil die kennen das so nicht. Und sagt sie, wieso? Ich habe immer gedacht, alle werden verfolgt, wenn sie an Jesus glauben. Die kennen nicht, dass man nicht verfolgt wird um Jesu willen. Das kennen die überhaupt nicht. Ja? Und deswegen ist für uns manchmal schwierig, uns in so andere Situationen reinzudenken. Und das müssten wir hier tun. Wir müssten uns eigentlich ins Hebräische
Denken hineinversetzen, diese Wortbilder beiseite tun, Altes Testament studieren, Strukturen kennen, Stiftshütte kennen, Tempel kennen, Vorhof, Heiligtum, und dann wären wir fit, um dahin zu gehen. Ja? Es ist wie, als ob man auf einen Berg steigt, da hat man manchmal erst ein paar Blasen, da muss man mal einen kleinen Hügel erst erklimmen. Ich zumindest, ja. Ich werde überhaupt nicht fit für. Bis man körperlich so fit ist, dass man auf einen hohen, und das sind hohe Berge hier, ja. Ja. Noch Fragen? Kann man da was anfangen mit? Ja, aber ihr versteht jetzt, dass Corona mit dem Weißen Reiter nichts zu tun hatte, ja? Das hat man da reingelegt. Oh, in der Bibel steht ja auch Corona. Es gibt noch so ein anderes Thema, da sagt man immer, in der Bibel steht auch von Pharmakaion, ja? Zauberei, ja? Da sage ich, ja gut, also das griechische Wort ist schon Zauberei, und die Apotheker wurden auch im christlichen Mittelalter sehr argwöhnisch beäugt, und die wurden zum Teil auch der Zauberei bezichtigt, ja? Das hat sich irgendwann dann halt festgesetzt als Wort, ja? Aber ich würde das jetzt nicht so in die Bibel reintragen wollen. Ja? Ja, genau, der Stern, der vom Himmel fällt mit Wermut, ja, da hat man auch gesagt, das sind die Atomkraftwerke, ja, Tschernobyl, ja. Also, ich habe da immer ein bisschen Probleme mit. Was ich gerne mag, ist, diese Texte für sich stehen lassen und die Verbindungen ins Alte Testament ziehen. Das mache ich ganz, ganz gerne, weil das soll auch so sein. Vielleicht als Abschluss, wenn in der letzten Zeit in Jerusalem die dort verbleibenden Juden, wenn die zum Glauben an Jesus kommen, dann lesen die ja das Neue Testament. Dann lesen die auch die Offenbarung. Und das Erste, wenn die Offenbarung aufmachen, ist, dann sehen die Jesus. Sie werden den sehen, in den sie gestochen haben, Offenbarung 11. Sie werden weinen um ihn, wie man weint um einen einzigen Sohn. Ja? Das ist das Erste, wenn sie die Offenbarung aufmachen, sehen sie Jesus. Das Nächste, was sie sehen, wenn sie die Offenbarung aufmachen, sind die sieben Gemeinden, die in der Offenbarung gezeigt werden. Ephesus, Thyatira und Smyrna, ja, und all diese Laodicea. Dann werden die sagen, oh, das waren ja alles Türken. Ja, das sind ja alles Städte in der heutigen Türkei. Dann werden die sagen, ja, die Goyim, die Heiden, die haben es verstanden. Und wir nicht, wir waren zu spät. Ja, die hatten recht. Die haben damals schon an Jesus geglaubt, aber jetzt glauben wir auch an Jesus. Und das Nächste, was sie dann sehen, sind dann die Siegel, wo die mit alttestamentlichem Verständnis das alles deuten können. Und dann lesen die von den Posaunen und finden ihre eigene Geschichte. Und dann lesen sie von der Endzeit. Und dann versteht man, und damit komme ich dann zum Schluss, in die Offenbarung beginnt mit den Worten, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die er seinen Knechten, den Propheten, gegeben hat, um ihnen zu zeigen, was bald geschehen soll. Dieses bald dauert jetzt aber schon bald 2000 Jahre. Ja? Das ist ja kein bald. Wieso steht das denn da? Ich glaube, das steht da, weil die Offenbarung gar nicht so sehr für euch und für mich ist, sondern die Offenbarung ist für die, die dann zum Glauben kommen an Jesus. Und die werden das alles verstehen. Das wird deren Fahrplan sein, bis Christus wiederkommt. Und für uns ist der Paulus mit seinem Epheserbrief, Philipperbrief, Kolosserbrief, Römerbrief, das ist für uns. Trotzdem schauen wir schon mal in die Offenbarung rein. Ja? Aber da gibt es halt viele, viele Deutungen zu. Aber das wäre die ich vorschlagen würde. Amen. Schön. Ich danke sehr. Ja?